Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mario 64 Randomizer. Beim letzten Mal haben wir unseren zweiten Bowser erledigt und dieses Mal fangen wir an, weiter brav nach Sternen zu schauen. Fangen einfach mal im Shifting Sandland an, weil wo wollen wir sonst anfangen? Und können uns jetzt mal den Stern von dem Geier holen. Weichen so einfach durch der Box aus. Auch diese ganzen Dangerous Boxen hier. So, ich habe da gerade eben eine rote Münze in einer ganz ekelhaften Position rechts irgendwo mitten im Nirgendwo gesehen. Das bringt mich nicht unbedingt dazu zu glauben, dass wir hier irgendwann mal die roten Münzen holen werden. Ja, nur zu sehen, dass die roten Münzen hier aber an ganz bescheidenen Positionen sind, wo selbst mit dem Koopa-Panzer schwer ranzukommen sein wird. Das ist dann so eine Sache für die Wingcap und mit der Wingcap irgendwo an den absoluten Rand der Stage zu fliegen, ist auch nicht unbedingt die beste Idee. Nein. Mario. Warum hat das mit dem Hochspringen und Kicken nicht funktioniert? Das funktioniert doch sonst immer. Wollen wir nach Torter Mountain? Klar, warum wollen wir nicht nach Tall Tall Mountain? Es ist Tall Tall Mountain. Was soll schlimmstenfalls passieren? Ach. Das könnte schlimmstenfalls passieren. Ich war mir sicher, dass dieser Sprung funktionieren würde. Wir wollen nicht dahin. Wir wollen nicht wirklich zur Vanish Cap. Klar, hier zu Big Bus Horn. Wir haben Wet Dry World selber noch nicht gefunden. Und wir haben die Wing Cap noch nicht gefunden. Das sind so ziemlich die einzigen Sachen, glaube ich, die uns noch fehlen. Dann schauen wir mal, wo wir die ganzen kleinen Boos finden. Schätze ich. Oder das große Auge. Wir haben wirklich das große Auge gefunden. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt besiegen kann. So wie es da hängt. Weil ich kann es nicht zum Drehen bringen. Okay, es könnte sein, dass dieser Stern nicht verfügbar ist in diesem Seed. Ich wüsste nämlich wirklich gerade nicht, wie zum Teufel man das Ding zum Drehen bringen können soll. Vielleicht mit der Vanish Cap sich quasi in ihn reinstellen und drehen? Vielleicht funktioniert das. Ja, das ist ja auch schon wirklich irgendwie absolutes Notraster. Das Ding zu erledigen. Wenn was auch noch mitten dazu hängt, wird selbst das schwierig. Also, puh. Da bin ich mir echt nicht sicher, ob man das Ding erledigen kann. No, hier habe ich keine weiteren Boos mehr drin. Und da sollte, glaube ich, auch keiner drin sein. Dann gehen wir mal nach draußen. Sehr brav kleine Boos erledigen, um den großen Boo zu holen. Die Spinnen geflissentlich ignorieren. So, der auch erledigt. Dann schauen wir mal hier hinten rein. Und stellen fest, dass auch hier nichts drin ist. Okay. Wir haben bis jetzt drei von den Boos erledigt. Fehlen also noch irgendwo zwei. Irgendwo müssen noch zwei von den kleinen Boos rumhängen. Hier haben wir schon mal einen. Außerdem steht das Klavier hier draußen. Hier draußen gefällt mir das Klavier irgendwie viel besser als drin. Hier draußen kann es einen nicht so gut erschrecken. Oh, und dann ist halt die Frage, wo wir jetzt den letzten Boo noch finden. Dann fangen wir mal an, hier unten zu suchen. Ich hätte vielleicht erstmal im Haus selber suchen sollen, aber wir gehen mal hier unten suchen. Ansonsten können wir halt auch immer noch, wenn wir den kleinen Boo hier jetzt nicht finden, können wir einfach in das Karussell reingehen und da mal eben den Stern holen. Okay, jetzt sind wir eine rote Münze drin. Anscheinend ist das Karussell noch nicht an. Also das Karussell ist an in dem Sinn, dass es sich natürlich dreht, aber anscheinend die Boos hier noch nicht. Dann ist das einer der wenigen Sterne, wo man tatsächlich den richtigen Stern für auswählen muss, damit er aktiv ist, anscheinend.
Okay, dann werden wir wohl doch oben suchen müssen. Nach dem letzten kleinen Bu. Der muss ja irgendwo rumhängen. Wahrscheinlich hier gerade irgendwo in der Wand. Weshalb wir nicht gesehen haben. Das kann durchaus sein. Oder ist halt einfach auf einem der oberen Stockwerke im Haus. Weil die Treppe ja grundsätzlich gespawnt ist. Ich meine, man kommt doch ohne die Treppe nach oben, so sind nicht, aber sag mal, die Treppe hier macht es schon einfacher. Also für mich zumindest. Ja, dann schauen wir mal. Hier scheint er nicht zu sein. Na, vielleicht hier drin. Hier ist wieder eine weitere rote Münze drin. Gut, fangen wir an, die auch noch nebenbei zu sammeln. Eigentlich hätte ich ja ganz gerne dann einfach den Stern mit den kleinen Boos. Einfach damit ich dann beim nächsten Mal das Karussell unten auswählen kann und damit das spawnt und so. Deshalb suche ich eigentlich lieber jetzt nach den kleinen als nach den roten Münzen. Aber irgendwie lässt sich diese letzte Boo gerade nicht finden. Also vielleicht oben? Also ganz, ganz oben? Schauen wir mal. Aber hier ist vielleicht irgendwie aus der Wand kommt. Okay, ich kann die Kamera hier jetzt nicht wieder weiter rauszoomen. Okay, da drin scheint auf jeden Fall nichts zu sein. Dann... Ist er vielleicht draußen? Ich sehe auf jeden Fall einen Schatten über mir. Hier sind auf jeden Fall tatsächlich Boos. Okay. Der hängt aber auf einer Höhe, dieser kleine Boo da oben. Der muss ja ganz oben auf dem Dach rumliegen. Der ist aber mal ganz fies. Ich brauche ein bisschen Heilung. Okay, das ist natürlich doof. Der muss ja auf der allerhöchsten Spitze oben auf dem Dach sein. Wenn ich halt richtig sehe von der Höhe her. Das gefällt mir gar nicht. Aber was will man machen, ne? Immerhin funktionieren heute mal die Sprünge hier hoch. Da habe ich sonst immer so viele Probleme mit. Okay, der große Boost schon mal auf unsere Höhe runtergekommen. Nett von ihm. Da sind wir halt nur noch den kleinen Boo auf unsere Höhe kriegen. So, und der kleine Boo spawnt einen anderen großen Boo. Frage ist, wo? Jetzt bringen wir erstmal den hier um, weil wir gerade mal hier oben sind. Okay. Im Notfall können wir jetzt zu dem Klavier gehen und uns diesen Stern holen. Aber an sich würde ich jetzt ganz gerne einfach den anderen großen Boo, den das gespawnt hat, erledigen. Und ich frage jetzt, wo jetzt der große Boo ist. Der ist nicht zufällig einfach hier in dem Raum gespawnt, den man spawnen soll, ne? Das sieht nicht so aus. Schauen wir mal. Ich habe hier draußen immer noch Boo-Geräusche gehört. Vielleicht ist er einfach hier draußen. Irgendwo muss er ja sein. Die Frage ist eben nur, wo ist er? Da ist er. Da sehen wir ihn doch. Okay, wie hat mir das keinen Schaden gemacht? Wer weiß. Muss natürlich oben auf dem Dach spawnen. Klar. Muss an der dämlichsten Stelle spawnen, wo er jetzt noch spawnen konnte, quasi. Okay, er hätte auch ganz oben auf dem Dach spawnen können. Das wäre noch etwas ekelhafter gewesen als da. Aber da ist auch schon reichlich blöd als Stelle für den Stern zu spawnen. Nee, kann man walljumpen, oder? Ja, kann man. Okay. Ich habe mir das nicht nur eingebildet. Ich hasse es, auf diese kleine Hütte hier drauf zu kommen. Okay, jetzt muss ich nur noch die Kamera einmal richtig drehen. So. Puh, das war
komplizierter, als es hätte sein müssen. Gone Ghost Hunt. Ja. Dann geht's auf nach Cool Cool Mountain. Okay. Ich hatte irgendwie gehofft, dass ich den letzten Meter noch rutsche oder so, aber wollte nicht so ganz. Slip sliding away. Away. Okay, Duda, du bist doch bestimmt das richtige Pinguin Baby. Komm mal her. Da es ja random ist, welches Pinguin Baby das richtige ist. Beziehungsweise, da es random ist, wo das richtige Pinguin Baby spawnt. Schauen wir einfach mal, vielleicht ist das ja das Richtige, ansonsten können wir uns halt relativ einfach wieder nach oben porten. Hey, ist das dein Baby? Er sieht so aus. Und der Stern ist sogar noch nicht mal weit weg gespawnt. Das ist ja der Wahnsinn. Was ist mit dem Randomizer kaputt? Normalerweise spawnt doch der Stern für das Pinguin Baby immer ganz an ekelhaften Stellen. Irgendwo so ganz oben auf dem Berg. Auf irgendeiner Schräge. Ich meine, nicht, dass es hier nicht auf einer Schräge gespawnt wäre. Also zumindest auf einer, an dem man normalerweise relativ einfach rankommen sollte. Wenn man sich etwas besser anstellen würde als ich. Oh, ein Cuckoo Mountain Star weniger. Wunderbar. Und dann gehen wir mal nach Hazy Maze Cave zurück. Und landen direkt mal im Giftnebel, wie so oft. Jetzt sollten wir tatsächlich mal schauen, dass wir unten in Nessies Höhle reinkommen und mal nach dem Schalterpalast schauen. Ob in dem Schalterpalast einfach der rote Schalterpalast drin ist oder ob schlimmer da Wet Dry World drin ist. Das müssen die einzigen beiden Sachen sein, die noch fehlen. Ich hätte es nicht gerne, wenn da Wet Dry World drin wäre, bin ich ganz ehrlich. Was liegt hier? Ah, eine der roten Münzen in der Luft. Mhm. Habe ich da gerade noch eine rote Münze oben gesehen? Sah für einen Moment so aus. Hier ist auf jeden Fall ein Stern. In einem der Ausgänge. Ich meine, da sollten sie dann normalerweise auch sein. Hier ist noch ein Stern. Okay. Jetzt wissen wir zumindest schon, wo zwei von den relativ einfach zu holen Sternen in Hazy Maze Cave sind. Jetzt brauche ich nur noch den Weg zu Nessie. Ich weiß auch nicht, warum ich gerade schon mindestens einmal an dem richtigen Ausgang, an den ich eigentlich ran wollte, vorbeigelaufen bin, nämlich hier ist. Hier wollte ich doch eigentlich hin. Dieser Ausgang bringt mich jetzt nämlich wieder zu den rollenden Felsen und die rollenden Felsen bringen mich zu Nessie. Wenn ich ja nicht von den rollenden Felsen mal wieder überrollt werde. Was mir auch oft genug passiert. Kein großer Fan von Hazy Maze Cave, bin ich auch ganz ehrlich. Apropos. Von den paar winzigen Metern natürlich sofort den Fallschaden genommen, die ich gerade gefallen bin. Ich bin der Meinung, dass ich den nicht hätte nehmen dürfen. Ich bin nicht oben auf dem Schiff gespawnt. Das ist ja der Wahnsinn. Ich hätte schon befürchtet, es geht gar nicht. Okay. Gerade jetzt mal so spontan keinen Stern gesehen. Eine der nützlichsten Sachen, die man tun kann im Randomizer, ist einmal Start zu drücken, um eine Übersicht der Gegend zu sehen. Und das hat nicht so ganz funktioniert, wie ich das haben wollte. Okay, da vorne sind wir schon mal einen Stern. Und dann haben wir da eine rote Münze und da noch eine rote Münze. Hier unten ist der Stern für die roten Münzen nachher. Das ist nur ein One-Up. Nehmen wir aber auch mal mit. Ja klar, komm, red mal mit mir. Die Kanonen werden wir uns wahrscheinlich nicht brauchen. Aber falls wir sie doch brauchen, ist jetzt zumindest aktiv. Und dann nehmen wir unten den Stern mit.
Rainbow Rot, warum sind da? Okay, will ich nach Shiftings, will ich nach Snowman's Land oder will ich zurück nach DDD? Wir gehen mal zurück nach DDD, da ist immer noch ein frei rumliegender Stern. Die roten Münzen sind im randomisten DDD eigentlich meistens auch relativ einfach. Weil sie halt nicht oben an den ganzen Stangen rumhängen, sondern irgendwo im Wasser meistens, wo sie relativ einfach einzusammeln sind. Das sind eigentlich meist relativ simple Sterne. So im Vergleich dazu, wie das. Wie. Diadox normalerweise ist. Ja, jetzt holen wir erstmal den. Sechser da vorne, den man eigentlich hinten aus dem anderen komischen Käfig rausholen soll. Mit der Vanish Cap. So. Diadox. Zack. Und dann sind wir wieder hier. Boah, geht's jetzt zurück nach Shifting Sadland. In der Hoffnung, dass wir vielleicht diesmal nicht sterben, wenn wir dem Geier unseren Stern abnehmen. Hab ich da gerade eben noch einen anderen Stern gesehen? Nee. Nur jede Menge von den roten Münzen, die an Positionen hängen, wo ich sie nicht haben will. Puh, und das war knapp. Mario, würdest du bitte nicht da runterfallen? Ich brauche, dass der Geier hier ist. Ey, Geier, komm mal her. Mario? Mario? Ach, Geier. Jetzt fliegt er weg, wenn wir hier stehen und warten. So, komm her. So. Und diesmal. Wow. Eine noch bescheidenere Stelle gespawnt als beim letzten Mal. Können die Sterne mal aufhören, mitten an irgendwelchen Rändern zu spawnen? Ich wäre sehr glücklich, wenn sie das tun könnten. Okay, der Bob-Omb hat mich gesehen anscheinend. Okay, damit können wir uns den Koopa-Panzer rausholen. Das hat sogar funktioniert mit der Stampfattacke. Ich hatte schon befürchtet, dass es das nicht tun würde. Also müssen wir erstmal die Kamera so stellen, dass wir irgendwas damit anfangen können. Und dann haben wir jetzt Tornados, klar, warum auch nicht. Die uns sofort unser Koopa-Panzer weggenommen haben. Dann habe ich den blöden Stern verpasst, weil die Kamera so bescheiden ist. Meine Güte. Okay, zurück nach Tall Tall Mountain. Aber sonst nichts zu tun. Okay. Sind hier gespawnt, wo normalerweise die Big Purple Grape ist. Oh, beim letzten Mal wollte ich zu diesem Stern einfach hinspringen. Heute nehmen wir dann mal den Long Jump, um da hinzukommen. Schon besser, ne? Diesmal hat es besser funktioniert. Okay, jetzt ist die Frage, steht hier inzwischen eigentlich mal der Toad rum, der uns einen Stern schenkt? Der könnte, glaube ich, auch in einem von den Lobbyräumen rumstehen, ne? Ich hasse die Toads in diesem Spiel dafür, dass sie eine absolut winzige Spawn-Reichweite haben und sieht die erst so extrem spät. Das hier bringt uns zurück in den Vanish-Palast. Okay, hier stehen auf jeden Fall zwei Toads. Hallo Toad. Bist du einer, der mir einen Stern gibt? Nein. Hallo Toad. Bist du einer, der mir einen Stern gibt? Ja. Okay. Haben wir den Upstairs Toad schon mal gefunden. Einen sehr einfachen, kostenlosen Stern. So, dann schauen wir mal in die Vanish Cap rein. Aha, wir sind oben gespawnt. Wahnsinn. Dass das nochmal passiert. Okay. Das hier ist die oberste Plattform. Und an der bin ich schon mal erfolgreich vorbeigeslittert. Dann. Autsch. Ich hasse es, dass wir
so einfach Fallschaden in diesem Vanish-Palast nehmen. Und wo zum Teufel ist der Schalter? Ich sehe den Vanish-Schalter nirgendwo. Wo zum Teufel ist das Teil? Wir haben auch schon beim letzten Mal nicht gesehen. Da sind wir bis ans Ende gelaufen. Also wo zum Teufel ist das Ding, wenn es nicht hier ist? Hier kann man leider nicht rauszoomen mit dem Kamera-Feature. Also mit dem Startbutton. Da unten ist das Teil. Der war doch beim letzten Mal nicht da, oder? Hat sich das Ding irgendwo anders hingespawnt? Seitdem wir das letzte Mal hier waren? Ja, ich will mich nicht allzu sehr beschweren. Wir haben den Vanish-Cap-Dings zumindest schon mal aktiviert. Kann sein, dass ich die Kamera beim letzten Mal nicht weit genug gedreht habe. Ich könnte schwören können, dass das Ding beim letzten Mal nicht da war. Ja, aber die 8 roten Münzen werden wir hier drin trotzdem nicht holen. Von daher machen wir mal einen Haken an Vanish. Da werden wir nicht nochmal reingehen. So, und dann schauen wir mal, was wir hier oben drin finden. Wenn wir dann wissen, was in dem Metal Cap Palast tatsächlich drin ist. Bitte lass es hier Wet Dry World sein, verdammt. Das heißt, hier ist die Wing Cap drin, das heißt, hier ist die Wet Dry World drin. Wet Dry World ist so nett. Wet Dry World ist so nett als Level auch im Randomizer. Aber stattdessen, das wäre ein nettes, angenehmes Wet Dry World kriegen, dass wir jederzeit rein können. Oh, ich hasse das, wenn wir so verdammt schnell mit der Wing Cap unterwegs sind. So, okay. Aber zumindest, wenn die Wing Cap ist die wir definitiv am meisten brauchen. Und da ist es gut, dass wir das Ding jetzt haben. Ja, da werde ich allerdings auch nicht dran kommen. Okay. Den Schneider zu holen ist sowieso immer blöd. Ja, dann auf eine Lethal Leatherland, ne? Gehen wir da mal zuerst wieder rein. Wuhu, wuhu. Ja, auf. Wieder schön mitten im Feuer gespawnt. Sehr fair Spiel. Irgendwann schaffe ich es auch mal, vielleicht in den Vulkan zu springen, ohne vorher 8 Herzen Schaden zu nehmen. Okay, wir sind fast ganz unten gespawnt, das ist gut. Dann können wir natürlich jetzt von unten in aller Ruhe umschauen und dann hocharbeiten. Dahin, wo die Sterne sind, oder wir verrecken einfach. Okay, wo ist mal kein Feuer, das uns umbringt, wenn ich hier stehe und mich umschaue? Das scheint mir auf dem Weg zu sein. Und das Ding ist auch auf dem Weg. Gut, das heißt, wir müssen die komischen, sich bewegenden Plattformen, die Autoscroller-Dinger nicht benutzen. Das ist gut. Die Dinger wollen wir nämlich nicht benutzen. Die sind so langsam. Der Bulli ist da perfekt platziert. Perfekt an der nervigsten Position, wo er hätte stehen können. Oh, genau an der Klippe, wo man hochklettern muss. So, und dann gehört uns Stern Nummer 5 aus dieser Welt. Da sind wir fast mit Lethal Leatherland fertig. Dann als nächstes zurück nach Tolter Mountain. Schätze ich. Autsch. Hier unten müssen so auch irgendwann mal die komischen Hasen spawnen, ne? Die können wir uns auch holen, die sind auch noch relativ einfach. Oh, schön direkt in der Big Purple Grape gespawnt. Diesmal hat es uns auch direkt gegriffen. An die rote Münze wird doof ranzukommen sein. Oh. Fangen wir mal an, die roten Münzen zu sammeln. Wir haben zwar auch noch einen frei rumhängenden Stern irgendwo. Den wir erstmal noch finden müssen. Ja, man kann ja mal
damit beginnen, die roten Münzen zu sammeln, schätze ich. Das war fast ein Abgrund und dann wollte Mario mal wieder lieber eine komplette Runde laufen, statt einfach auf der Stelle umzudrehen. Ich hab vergessen, dass das hier ist. Okay, Spiel. Komm mal wieder klar auf dein Leben. Okay. Ich sollte in solchen Fällen doch lieber auf meine Liste nochmal schauen, um zu schauen, was und wo ist, weil das Wing Mario in the Sky können wir ja auch direkt da. Das mache ich sowieso nicht. Das ist selbst unrandomized schon immer ekelhaft zu spielen. Da um in den Wolken rumzufliegen. Und jetzt, wo die roten Münzen noch irgendwo sind, und man erstmal den blöden Bob-Omb finden muss, irgendwo random in der Gegend rumhängt. Also nein, danke. Okay, man hätte mich kaum an einer gefährlicheren Stelle rauslassen können als da. Ich wollte definitiv nicht an die Stange ranspringen, sondern ich wollte eigentlich einen Long Jump darüber machen. Das war Spiel. Spiel macht es mir nicht einfach. Okay, das könnte... Einer von den beiden ist sehr wahrscheinlich der Toad, der mir einen Stern gibt. Soll ich jetzt auch mit denen reden? Außerdem hatte ich auch da, als ich jetzt gerade in den Gang gesprungen bin, damit gerechnet, dass ich die komische Dive-Attacke hier bekomme und nicht den Sprungkick, weil das in dem Moment für mich überhaupt gar keinen Sinn gemacht hat, den zu kriegen. Ja, knapp dran vorbei. Ich hasse die Hasenjagd. Es sei denn, er geht halt in eine der beiden Sackgassen, dann geht's meistens. So. Weil da nämlich eigentlich immer dieselbe Ecke langläuft. Wunderbar, einen Hasen. Oh, 31. Fast auf der Hälfte. Bald können wir vielleicht mal anfangen, die Stages zu spielen, die wir tatsächlich spielen wollen. Okay, das ist nicht der Tod, den mir den Stern gibt. Bist du jetzt dann der Tod, der mir den Stern gibt? Ja, das ist der Toad, den mir den Stern gibt. Sehr gut. Genau den wollte ich haben. Toad und auf den anderen Hasen müssen wir, glaube ich, irgendwie noch ein paar Power-Sterne warten. Aber okay. Nachdem wir jetzt erfolgreich bei fast der Hälfte der Sterne sind, die wir brauchen, würde ich sagen, machen wir jetzt wieder eine kleine Pause und sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir uns so langsam aber sicher mal vielleicht doch Level aussuchen, die wir tatsächlich spielen wollen und so ein Kram. Bis dahin. Aloha.